Du, sag mal, hörst du gerne Taylor Swift oder Beyoncé oder Sam Smith oder Kendrick Lamar? Falls du von denen mal Songs gehört hast, dann muss ich dir leider etwas mitteilen. Du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Du kleiner Hu. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Christentalk. Christtalk. Christen auf TikTok. Ich bin nämlich mal so durch TikTok geswiped und da war plötzlich dieses TikTok auf meiner For You-Page. Hey, dieses Video ist für jeden, der mit Homosexualität struggelt und der davon frei werden will. Weiß ich jetzt nicht, Bro, ne? Wenn du mit Homosexualität struggelst und davon frei werden willst, dann bete doch das mit mir. Jesus. Ich weiß wirklich nicht, ob Jesus die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Ich bitte dich. Füll mich. Bombastischer. Füll mich. Füll mich. Also, für jemanden, der sich gerade von Gay-Shit freimachen will, ist das maybe nicht die beste Wortwahl gerade. Jetzt könnte man ja denken, ja, vielleicht ist das ja nur ein wackes TikTok. Vielleicht macht dieser Torik ja sonst bessere Sachen. Freunde, 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 können wir einfach mal ganz ehrlich miteinander sein? Wir alle wissen, dass die LGBT-Community unter dem Namen von Toleranz und Akzeptanz die Jugend indoktriniert mit Unwahrheiten, welche gottlose Gesinnungen hervorrufen. Torik? Ich kann dir objektiv sagen, dass Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homosexualität ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Digga, wie ist das eskaliert? Also, war... Wie, Digga? Er ist auch ein gerechter Gott. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen wie Hitler. Er muss Menschen bestrafen wie Stalin. Er muss Menschen bestrafen wie dich. Yo, Digga, ich hab gar nichts gemacht. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen, dass ich dahin gehöre? Yo, ich mach gerade eine Liste von Leuten, die bestraft werden sollen. Wer fällt dir da ein? Also durch Stalin sind viele Millionen Menschen gestorben. Der sollte auf jeden Fall drauf. Ja, den schreibe ich auf jeden Fall auf. Aber wer sonst noch? Ja, und Adolf fällt mir natürlich direkt ein. Der hat einen Weltkrieg gestartet und literally Einrichtungen gebaut, um möglichst viele unschuldige Menschen zu töten. Ja, okay, der sollte auf jeden Fall auch bestraft werden. Wer fällt dir sonst noch? Und du. Bitte was? Du musst bestraft werden. Wegen deines Homo-Shits. Ey, gucken wir uns einfach mal ein anderes TikTok an. Von wem anders? Es sind ja nicht alle christlichen TikToks so. Sehr kleine Schrift, da steht: Is that what you call men these days? Da mag jemand die Elevator Boys nicht. Das sind ja wohl keine echten Männer. Klar. Because for me, these are the real men. Digga, das sind Kreuzritter. Was habe ich gerade gesehen? Ganz kurz, für die Leute, die nicht wissen, was die Kreuzzüge waren. Also da sind bewaffnete Christen mal ebenso durch andere Länder gezogen und haben ziemlich grausam viele Muslime und Juden getötet. Bist du dir sicher, dass das die Real Men sind? Also ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist, wo manche Leute so proud drauf sind. Also ich meine, da sind sehr viele unschuldige Leute gestorben, weil der Papst basically gesagt hat, mach das, weil Gott hat das gesagt. Also eigentlich sollte das ja eher ein Beispiel dafür sein, dass wenn irgendwer behauptet, er wüsste, was Gottes Wille ist, dass man dann erstmal sagt, nee, ich denk da nochmal drüber nach. Aber weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht habe ich noch nicht den Real Man in mir gefunden, der mit Waffen in andere Länder ziehen möchte, um Leute zu killen. Vielleicht fehlt mir diese männliche Energie einfach. Apropos Männer. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben, ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Gott will, dass Männer wie Männer und Frauen wie Frauen aussehen. Männer sollten kurze Haare haben und Frauen sollten lange Haare haben. Okay, das heißt, wenn ihr Frauen seid, die kurze Haare haben oder Männer, die lange Haare haben, dann seid ihr jetzt schon ein Gräuel. Das ist natürlich ungünstig. Männer sollen Hosen tragen, Frauen sollen Röcke tragen. Also Frauen dürfen keine Hosen tragen und Männer müssen Hosen tragen. Ich kann das total nachvollziehen. Also wenn ein Mann keine Hose tragen würde, dann wäre er einfach gottlos. Also dann würde er ja nicht zu Gott gefunden haben und hätte vielleicht gar nicht so die wirkliche Lehre von Jesus verstanden, wenn er keine Hosen tragen würde. Bruder, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beibringen soll. Weil ich bin mir relativ sicher, dass Jesus keine Hosen anhatte. Damals war das relativ üblich, dass alle Leute so Kleider getragen haben. Deswegen hat er auch halt ein basically Kleid getragen, ne? Ich weiß jetzt nicht,
ob das so ein Gräuel war. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht so Leuten wirklich einfach darum, so den eigenen Modestil auf Leute zu forcen. Aber es ist halt ein besseres Argument, wenn du sagst, Gott will das so. Ey, imagine, dir ist ein Fashion-Stil so wichtig, dass du Gott dafür benutzt, dass Leute diesen Fashion-Stil nachgehen sollen. Ich meine, imagine, ich würde jetzt einfach sagen so, Gott möchte, dass ihr alles Spark tragt. Das möchte der Herr so. Ich meine, das wäre doch nicht okay. Ich kann doch nicht einen Gott dafür benutzen, dass du die Kleidung trägst, die ich gern an dir sehen würde. Weiß ich nicht, Digga. Finde ich ganz weird. Okay, das ist offensichtlich wieder eins von diesen TikToks, wo gezeigt wird, das sind nicht die Real Men, das sind die Real Men oder das sind nicht die richtigen Christen, sondern das sind die richtigen Christen. Okay, er ist schon mal kein richtiger Christ. Okay, Leute, die feiern, sind auch keine richtigen Christen. Leute, die Bier trinken, sind keine richtigen Christen. Die rauchen, sind auch keine richtigen Christen. Und die flüstern, lästern, trash-talken, gossipen. Ist es Gossip? Gossip, Gossip. Also wenn du so lästerst, bist du auch kein richtiger Christ. Was sind denn die richtigen Christen? Braucht man Waffen und Flecktarn als richtiger Christ? Hä, wir haben überhaupt gar keinen Flecktarn in meinem Konfirmandenunterricht gehabt. Ey, ganz kurz an der Stelle. Ich bin ja nicht so richtig gläubig. Aber ihr wisst so, meine Eltern, Pfarrer, Opa, Pfarrer, mehrere Tanten und Onkel, Pfarrer. Ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Deswegen möchte ich ganz kurz was zu diesen Leuten sagen, die Kreuzritter als echte Männer und echte Christen ansehen und Leute mit Waffen und Soldaten als die wahren Christen ansehen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, diesen Leuten ihre eigene Religion zu erklären. Jesus war ziemlich das Gegenteil von einem Ritter oder einem Soldaten. Der Dude wird in erster Linie als Lamm dargestellt, als Babyschaf. Das ist ein Babyschaf. Nicht als starker, großer Krieger mit Muskeln und Schwert. Es gibt eine Story in der Bibel. Da sind die Anhänger von Jesus und die sagen so, ey, wer von uns wird im Himmel wohl die krassere Rolle bekommen, weil wir alle so geil gläubig sind? Wer hat da irgendwie die coolere Powerposition? Und Jesus hat dazu nicht gesagt so, ey, Leute, mach mal halblange, ich bin hier der Krassere, ne? Sondern er hat stattdessen angefangen, den anderen, die da am Diskutieren waren, die Füße zu waschen. Eine Geste, die zeigt, dass man kein Herrscher, sondern ein Diener ist. Denn Erster im Himmel sind nicht diejenigen, die Waffen glorifizieren und herrschen und in Kriege ziehen, sondern diejenigen, die anderen Leuten dienen. Anderes Beispiel, als Jesus gefangen genommen wurde und Petrus ihn verteidigen wollte mit so einem basically kleinen Schwert, hat da Jesus gesagt, these are real men? Nee, er hat gesagt, Digga, lass mal stecken. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Anderes Beispiel, als Jesus durch die Wüste gelaufen ist, da kam der Teufel und hat gesagt so, ey, ich geb dir alles, was du willst. Ich geb dir Macht und Stärke und Soldaten und Armeen. Du kannst großer Herrscher sein. Und was hat Jesus da gesagt? Er hat gesagt, yo, Teufel. Ich weiß nicht, wie er ihn angesprochen hat. Er hat gesagt, ich fühle das nicht. Er wollte diese weltliche Macht nicht haben. Er wollte nicht König sein und herrschen und regieren, denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also, weltliche Macht und Stärke, Muskeln, Waffen, Soldaten oder im abstrakteren Sinne dann politische Macht und so, sind keine christlichen Werte. Also wirklich, wer an Kreuzritter und Soldaten denkt, wenn er an Christen denkt, der hat doch im Kern Christentum nicht verstanden. Okay, genug. Das war jetzt meine kleine Nachhilfe für die Leute, die Jesus nicht verstanden haben. Lass uns gerne das nächste TikTok gucken. Ja? Ich weiß, wie du dich fühlst. Okay. Du denkst, dass du schwach bist und nie deine Angst überwindest. Okay, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, es tut weh, wenn du einsam bist. Ich bin gar nicht so einsam. Ich fühle es auch. Andere sehen nicht, wie viel du wert bist. Tun sie nicht? Seit wann? Ich starb und bin auferstanden, um dein Leben zu verändern. Ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Ey, aber Spaß beiseite. Ich finde es gar nicht so kacke. Also ich glaube, das ist so zeitgenössische Art, wie man Leuten, denen es vielleicht wirklich nicht so gut geht, Kraft geben kann. Ich glaube, das tut actually Leuten gut. Ich finde es halt nur funny für Leute, denen es jetzt nicht so schlecht geht, halt dann von Jesus gedisst zu werden. Hat auch was. Okay, gucken wir das nächste TikTok. Will mir das TikTok sagen, dass Marilyn Monroe gestorben ist, weil sie gesagt hat, dass sie Jesus nicht braucht? Not even God can sink the Titanic. You wanna
Ja, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Aber warte. Hold on. Will mir das TikTok wirklich sagen, weil ein Typ was gesagt hat, was Gott nicht gepasst hat, hat Gott tausende Leute umgebracht, die damit ja gar nichts zu tun hatten. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Zug und dann entgleist der Zug, weil Gott das so wollte. Und dann sterben ganz viele Leute und eure Familie trauert und es sind hunderte Menschen tot. Tausende Leben sind zerstört von auch den Angehörigen. Es ist ein riesiges Drama. Und dann kommst du in den Himmel und sagst, Gott, warum bin ich gestorben? Und dann sagt er so, Digga, ich habe euch alle gekillt. Ist mir voll auf den Sack gegangen. Und dann sagst du, warum? Was ist dir denn auf den Sack gegangen? Und dann sagt er so, eine Woche vorher hat der Schaffner was gesagt. Das hat mir nicht gepasst. Was ist das für ein Gottesbild, Digga? Gott hat Mac Miller getötet, weil Ariana Grande was gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat? Wirklich? Hey, das ist doch geschmacklos. Also mindestens Mac Miller gegenüber, aber ich finde auch eurem Gott gegenüber. Gott lässt sich nicht spotten? Spotten. Ich dachte gerade, dass Gott so krass ist, dass der im Gym sich nicht spotten lässt. Also spotten heißt ja, dass wenn du irgendwie Bankdrücken machst, dass jemand von hinten steht und wenn du es nicht mehr schaffst, dann greift er rein und zieht das Gewicht so hoch, damit du nicht erdrückt wirst von einem Gewicht, was du nicht mehr hochkriegst. Aber Gott, der lässt sich nicht spotten. Digga, der geht ins Gym rein, 400 Kilo, Bankdrücken. Und die Leute so, ey Gott, sollen wir dich nicht spotten? Und der so, nee Digga, ihr kennt das, ihr wisst die Regel. Gott lässt sich nicht spotten. Es war nur ein Missverständnis. Er lässt sich nicht spotten. Er tötet tausende Menschen, wenn jemand gespottet hat. Denn wenn du spottest, tötet er dich, deinen Boyfriend oder tausende Leute, die mit dir auf einem Schiff sind. Klingt nach einem entspannten Guy so, ne? Wie gut kennst du das Christentum? Part 1. Digga, ich bin on fire. In welchem Alter ist Jesus am Kreuz gestorben? 30, 39 oder 33? Ich sag 33. 39 ist zu alt und 30 ist zu glatt. Digga, Jesus am Start. Welcher der Jünger hat Jesus verraten? A. Petrus, B. Judas, C. Matthäus. Ist klar. Judas, Digga. Judas. Ey, aber sowas sind doch auch harmlose TikToks. Das kann man auch mehr machen. Einfach so ein kleines, nettes Quiz nebenher. Das tut doch niemandem weh. Das ist doch nicht asozial. Guck mal, da wurde auch gar nicht jetzt Leuten eingeredet, dass das, was die in ihrer Freizeit machen, irgendwie schlecht oder sündevoll ist. So wie in unserem nächsten Beispiel. Es gibt hier nämlich eine, die hat keinen Bock auf, ich sag mal, dämonische Sachen. Und die klärt halt dann auch darüber auf, was die dämonischen Sachen so sind. Also hier sind gängige Dinge, die Dämonen die Türen öffnen. That's a hard pass. Absolutely not. Also wir haben dabei Sex vor der Ehe, Klassiker, aber auch Horoskope und Sternzeichen. Auch eine Manifestation von deinem höheren Ich, keine Ahnung, was das heißt. Und Yoga. Yoga ist jetzt actually für mich was Neues, dass das was Dämonisches ist. Sie schreibt zu Yoga auch, dass es für Christen sehr gefährlich ist. Ich meine, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Manche Yoga-Posen sehen auch krass dämonisch einfach aus. Manche anderen sehen aus wie Gay-Shit. Insofern verstehen wir alle, dass das dämonisch ist. Aber diese Frau hat auch ein Problem mit der Playlist von vielen von euch. Denn viele Artists sind dämonisch. Musik ist nicht etwas, was dich fragt, um in deine Seele zu dringen. Ganz aktuell Taylor Swift. Wer die Konzerte gesehen hat, gab dort hexerische Rituale. Demi Lovato hat ein neues Lied rausgebracht. Allein das Video ist krass dämonisch. Ich glaube, bei Beyoncé ist es schon lange offensichtlich. Auch die Texte allein. Auch Sam Smith. Man muss einfach aufpassen, prüfen, wachsam sein und schauen einfach, was man hört. Also sie warnt vor verschiedenen Künstlern. In einem anderen Video auch vor Kendrick Lamar, weil das halt dämonisch ist oder vom Teufel oder irgendwie so. Und in einem Video zeigt sie auch so ein bisschen ihre Experience, wie es sich anfühlt, wenn sie dann doch mal kurz aus Versehen dämonische Musik hört. Turn it off. Ich glaube, wenn das die Stimme von Gott ist, die Art und Weise, wie er einem Befehle gibt, ich glaube, dann wollen manche von euch gerade unartig sein. Also einfach noch so ein paar Befehle bekommen vom Vater. Oder soll ich sagen, Daddy? Also ich habe mir die Stimme von Gott irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie so beruhigender, irgendwie so chilliger. Aber was weiß ich schon, ich höre auch dämonische Musik. Das Ding ist, ich nehme sie gerade gar nicht in das Video mit rein, weil sie anderen Leuten sagt, dass Taylor Swift vom Teufel ist. Ich bin stattdessen auf sie aufmerksam geworden, weil sie die Gays auch nicht so nice findet. Hat Gott wirklich gesagt, dass Homosexualität eine Sünde ist?
Ja, hat er. Und sie schreibt auch in einem Kommentar zu dem Reel, dass es halt eine Sünde ist und es bleibt eine Sünde. Es hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Homosexuell sein ist eine Sünde und klar eine Lüge des Teufels. Und das Ding ist, als ich in diese Christen, TikTok, Reel, Instagram-Bubble so ein bisschen reingedippt bin, habe ich das viel zu oft gesehen. Also verachtenswerte Aussagen gegenüber Leuten, die halt nicht hetero sind. Die biblischen Werte sagen, Sex gehört exklusiv in die Ehe von Mann und Frau und nur in eine Ehe von Mann und Frau. Also die Frage, ist LGBTQ verboten? Ja. Du musst einfach bekennen, dass du ein Sünder bist und einfach damit aufhören, schwul oder lesbisch oder bisexuell zu leben. Die letzten beiden Clips habe ich zensiert, weil beide relativ jung aussahen, der Typ sogar irgendwie wie 13 oder so. Deswegen will ich da jetzt noch nicht zu krass fronten, weil ich glaube, der checkt gar nicht wirklich, was er da sagt. In manchen TikToks wird auch Christen das Christsein aberkannt, wenn sie nicht gegen LGBTQIA+ sind. Und es gibt TikToks, die fangen gut an. Gott will, dass Schwule in die Kirche kommen. Nur um dann zu sagen, yo, die sollen nur zu Gott kommen, damit Gott sie von ihrem sündhaften Homo-Shit befreien kann. Und sie müssen mit diesem Leben so aufhören. Denn im Himmel ist kein Platz für Sünde. Und ich fand es actually krass, so viele Videos zu sehen, die einfach so krass dagegen haten. Ich wusste nicht, dass das so weit verbreitet ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich eher in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, der aufgeklärter und progressiver ist oder so. Ich fand es halt wirklich krass, weil ich viel mehr solche TikToks gesehen habe, als gegenteilige TikToks. Die gibt es zwar auch, die existieren, aber ich habe die persönlich viel seltener gesehen als diese queerfeindlichen Inhalte. Und das Ding ist, wenn jemand auf die Elevator Boys shootet, weil er Kreuzritter krass findet, dann ist das in erster Linie funny. Das ist lächerlich, das ist zum Lachen so. Irgendwie fühlt sich das für mich nicht so nach einer direkten Gefahr an, sondern es ist eher funny so. Aber dieses queerfeindliche empfinde ich anders. Und deswegen möchte ich darüber jetzt hier nicht nur lachen, weil verschiedene Befragungen zeigen immer und immer wieder, dass auch in Deutschland viele Millionen Menschen Homosexualität nicht okay finden. Und die Straftaten gegen queere Menschen steigt an. Also nicht jetzt so einmal in einem Jahr oder so, sondern wirklich relativ konstant über viele Jahre auch die Gewaltdelikte. Und vor diesem Hintergrund, in so einer Welt, dann einfach so leichtfertig TikToks zu machen, wo man sagt, dass so Homosexualität ja eine Sünde ist und vom Teufel eine Lüge und die sollen in die Hölle kommen, weil sie da leiden sollen und die sollen bestraft werden, so wie Hitler und Stalin und die sind nicht okay, wie sie sind und müssen anders werden, dann ist das nicht okay. Wenn man das Problem hat, dass eine bestimmte Personengruppe auf Basis ihrer Sexualität verfolgt, teilweise verprügelt, teilweise auch getötet wird, weil sie nicht okay sind. Und man dann sagt, die sind nicht okay wegen ihrer Sexualität, die sind nicht okay, wie sie sind, dann ist das fucked up. Das ist nicht, oh, eigene Wertevorstellung, das ist nicht tolerierbar. Denn Intoleranz darf nicht toleriert werden, sonst stirbt die Toleranz. Kennt ihr. Und an dieser Stelle habe ich auch gar keinen Konter aus der Bibel. Vorhin konnte ich noch sagen, so, yo, Kreuzzüge ist nicht in Jesus Sinne gewesen, so, kann man alles super belegen, easy. Das Ding ist, Queerfeindlichkeit kann man easy aus der Bibel ableiten. Manche leiten das direkt so aus der Schöpfungsgeschichte ab, weil Adam und Eva ja die Welt bevölkern sollten, Mann und Frau sollen zusammen Kinder bekommen. Aber es gibt auch Stellen, da steht das viel direkter drin. Da steht zum Beispiel drin, dass das eine Sünde ist und diese Leute getötet werden sollen. Das Ding ist, wisst ihr, wer sonst noch in der Bibel Sünder ist und getötet werden soll? Leute, die Wahrsager abfeiern, deswegen das mit den Horoskopen und Sternzeichen, die sollen erstmal ausgerottet werden. Leute, die fremdgegangen sind, töten. Wenn du mit einer Frau schläfst, die gerade ihre Periode hat, dann sollst du sterben. Sie, by the way, auch. Grundsätzlich Leute, die andere Religionen ausüben und Opfer bringen. Das sind eine Menge. Störrische Kinder, die sollen auch deinen, aber nicht irgendwie. Die sollen von allen Männern der Stadt gesteinigt werden. Ich weiß nicht mal, wie das organisatorisch möglich ist. Frauen, die keine Jungfrauen mehr sind, wenn sie in die Ehe gehen, töten. Generell sollen alle getötet werden, die sonntags arbeiten, also, weiß nicht, Polizisten, Krankenpfleger, eine Menge. Und teilweise steht in der Bibel auch, dass einfach unschuldige Leute sterben sollen. Also zum Beispiel so Kinder und Säuglinge oder auch, so wie in Nordkorea, dieses Ding, wo du über mehrere Generationen so eine Familie bestrafst. Und das sind jetzt nur so die Parts, wo Leute einfach getötet werden sollen. Es steht aber auch einfach random Shit in der Bibel, dass du keine Kleidung tragen darfst, in der zwei verschiedene Stoffe drin sind. Frauen sollen nicht in der Gemeinde reden, man soll den Bart nicht stutzen, als Mann darf man keine langen Haare tragen, man darf keine Schalentiere essen. Und an einer Stelle steht auch, wenn du ein Mann bist und Single, dann sollst du dir keine Frau suchen, sondern Single bleiben. So, ich kürze das mal hier ab. Warum erzähle ich das gerade? Warum habe ich das aufgelistet? Nicht um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopathenverein ist. Denn das wären die ja nur genau dann, wenn die an jeden Satz in der Bibel glauben und danach leben würden. Dann wären die fucked up. Ja, das stimmt. Das Ding ist, das macht halt fast kein Christ. Jeder Christ, den ich kenne, sagt bei einzelnen Sätzen in der Bibel, ja, so wie das da steht,
Nee, lass mal. Und das machen die nicht random. Die sagen nicht einfach, ich würfel, welchen Satz ich ernst nehme und welchen nicht. Sondern die haben da hauptsächlich drei Begründungen für. Nummer eins ist, das ist einfach Quatsch, was da steht. Denn jeder informierte Christ weiß, die Bibel ist nicht direkt Gottes Wort, sondern mindestens Gottes Wort in Menschenwort. Das heißt, Menschen haben das geschrieben, die ihrem Zeitgeist unterlegen waren, die den kulturellen Wertevorstellungen der damaligen Zeit unterlegen waren, die auch dementsprechend Vorurteile und so hatten. Die haben das geschrieben. Kann da was schiefgehen? Ja, okay, die zweite Begründung, warum Christen sagen, dass sie nicht daran glauben, was da so steht, ist, dass Jesus teilweise manche Regeln überschrieben / ausgehebelt hat. Also manche Christen sagen, dass Jesus gekommen ist und deswegen gemacht hat, dass man manche Regeln, die in der Bibel stehen, jetzt nicht mehr so befolgen braucht. Dritte Begründung, weshalb Christen sagen, dass sie nicht daran so glauben, wie es da steht, ist, indem sie einfach sagen, ich glaube, das ist anders gemeint. Und das ist so der Go-To-Weg für die Leute, die sich bibeltreu nennen. Also die sozusagen sagen, ich glaube an 100% in der Bibel. Dann hast du ja erstmal ein Problem, weil da viele Regeln sind, an die du dich nicht hältst. Und dann sagst du einfach, nee, die Regeln bedeuten alle was anderes. Also als Frau sagst du zum Beispiel, da steht zwar, die Frau darf in der Gemeinde nicht reden, aber ich guck mal in den Originaltext und das Wort kann man auch so übersetzen und vielleicht ist mit Reden nur Predigen gemeint. Und wenn sie dann trotzdem TikToks machen, indem sie über Glauben predigen, dann sagen sie, ja, aber das ist ein anderes Predigen als das, was da drin gemeint ist. Ich glaube, das ist alles anders gemeint. Ich bin bibeltreu. Fertig. Das heißt, wenn du basically die Bedeutung von allem so ein bisschen drehst und wendest, dann kannst du dir immer noch einreden, dass du an alles zu 100% in der Bibel glaubst. Das waren die drei Wege, weshalb Christen nicht exakt das glauben, was da so steht in der Bibel. So, mein Punkt ist, normale Christen glauben nicht an jeden Satz exakt so, wie er in der Bibel steht und benutzen dafür diese drei Begründungen, die ich gerade angeführt habe. Und diese Gay-Stellen in der Bibel, die kann man auch sehr leicht mit diesen drei Begründungen aushebeln. Sogar easy auf eine bibeltreue Art anders interpretieren. Deswegen lasse ich es nicht als Argument stehen, wenn jemand sagt, ja das und das und das und das, das interpretiere ich anders, aber das bei dem Gay-Shit, das nehme ich genauso wörtlich, wie es da steht. Nee, die Begründung zählt nicht. Bei allem kann man flexibel interpretieren, wenn es darum geht, ob du zum Beispiel in der Gemeinde reden kannst, aber plötzlich kannst du es nicht mehr? Nee, du kannst Christ sein und Queerfeindlichkeit aus der Bibel ableiten und du kannst Christ sein und nicht Queerfeindlichkeit aus der Bibel ableiten. Es ist deine Entscheidung, es ist deine Wahl. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Jeder Mensch entscheidet, an welche Art von Gott man glauben möchte. Wenn man sich so umguckt, dann gibt es ja nicht den einen christlichen Gott, genauso wenig wie es den einen jüdischen Gott oder den einen islamischen Gott gibt. Mitglieder von Religionen sind ja keine gleichgeschalteten Roboter wie so eine Schwarmintelligenz, die alle dasselbe denken und nicken. Das sind ganz individuelle Leute, die auf ihrer Sinnsuche diese Texte teilweise ganz unterschiedlich interpretieren und deswegen auch an verschiedene Versionen von einem Gott glauben. Das heißt, du entscheidest dich ja, welches Bild von Gott du hast. Und wenn du dich bei dieser großen Freiheit entscheidest, an einen Gott zu glauben, der andere Menschen auf Basis ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht, ihrem Aussehen, ihrer Herkunft, ihrer Religion, was auch immer, einen anderen Wert gibt oder sagt, dass sie deswegen nicht okay sind, wie sie sind, dann fick dich und fick dein Gott. Und wenn jetzt irgendjemand Schnappatmung bekommt und sich denkt, oh scheiße, der hat Gott beleidigt. Wer sich mit seiner Religion in den intimsten, privatesten, persönlichsten Teil von anderen Menschen ungefragt einmischen will und sie deswegen aufs Schärfste verurteilen will, der darf nicht Spielstopp rufen, wenn eine Reaktion kommt. Wenn du selbst deinen Gott als intoleranten, unsympathischen Kecko beschreibst, dann werden Leute ihn als genau das wahrnehmen. Und ganz kurz, an die anderen Leute, die an einen Gott glauben, der nicht rassistisch, nicht sexistisch, nicht Queerfeindlichkeit und so weiter ist, ganz egal jetzt aus welcher Religion, schön, dass es euch gibt. Und das Ding ist, die gibt es ja auch. Als ich in dieser Christen-TikTok-Bubble unterwegs war, habe ich auch viele davon gesehen, die einfach positiv ihren Glauben feiern. Und es gibt so vieles Nices, worauf man sich fokussieren kann. Christliche Songs sind teilweise krasse Banger. Und wenn die dann auf TikTok gezeigt werden, teilweise viral gehen, weil es einfach einen nicen Vibe hat, dann ist das doch was Schönes. Oder es gibt Leute, die über persönliche Themen reden, so wie Dating als Christ, und das ist doch auch nice. Oder die lustige christliche Sketche machen, weil man das halt auf TikTok so macht. Oder die, weiß ich nicht, eine Quizshow machen oder die irgendwie so Call mit Jesus machen oder so. Das sind doch alles coole Sachen, wie man irgendwie in der heutigen Zeit Christentum Leuten näher bringen kann. Oder schließlich auch einfach Leute, die von ihren eigenen Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit ihrer Religion sprechen. Das ist doch was Schönes. Und wie vorhin gesagt, gibt es natürlich auch Christen, die sich ganz klar gegen Queerfeindlichkeit aussprechen. Ich habe davon, finde ich, leider zu wenig gefunden, aber es gibt sie. Und ich finde, so Content bringt doch viel mehr. Religion sollte doch was sein,
sein, wo man irgendwie bei der eigenen Sinnsuche weiterkommt im Leben, wo man irgendwie Glück findet, wo man besserer Mensch wird, wo man Nächstenliebe mehr auslebt und so weiter. Religion sollte aber nicht dafür da sein, anderen Leuten, die man nicht mal kennt, ihr intimstes, persönlichstes Privatleben vorschreiben zu wollen und sie dafür zu fronten, dass sie es nicht so leben wie du. Ich glaube wirklich nicht, dass Jesus was gegen Bisexuelle oder Homosexuelle oder whatever hatte. Digga, ich bin nicht mal richtig gläubig, aber ich scheine mehr Respekt vor Jesus und vor Gott zu haben als viele Christen, weil ich glaube, dass die cooler sind als das. Gott segne euch. Bis dann.